Ich darf Sie auf das Herzlichste begrüßen und bedanke mich für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Mein Name ist Willi Plattes. Als geschäftsführender Gesellschafter der European Accounting habe ich mit der heutigen Referentin aus Hamburg und unserer Mannschaft das heutige Webinar vorbereitet und gestaltet. Was wollen wir mit dem heutigen Vortrag erreichen? Sie kennen alle den Spruch, das kommt mir aber spanisch vor. Die meisten deutschen Immobilienbesitzer erkennen häufig sehr schnell, warum es diesen Spruch gibt. Gerade beim Erwerb einer spanischen Ferienimmobilie gibt es eine Vielzahl von steuerrechtlichen und zivilrechtlichen, teilweise kryptischen Besonderheiten, deren Nichtbeachtung signifikante negative Auswirkungen haben können. Daneben sind aber auch kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen. Wenn zum Beispiel ein Spanier Mañana sagt, heißt das keineswegs, dass er damit morgen meint, sondern das heißt, dass er sich in den nächsten Tagen darum kümmern wird. Wir sehen unsere heutige Aufgabe darin, nicht über Probleme zu reden, sondern über Lösungen. Dazu bedarf es eines qualifizierten Teams. Ich freue mich heute sehr, dass ich Ihnen die Kollegin vorstellen darf aus Hamburg, Frau Dr. Simone Wick, Fachberaterin für internationales Steuerrecht und Partner bei der sehr renommierten Hamburger Großkanzlei Dirkes & Partner. Sei gegrüßt, Frau Dr. Simone Wick. Bevor wir anfangen mit dem eigentlichen Vortrag, möchte ich noch eine kleine organisatorische Sache bringen. Wie immer haben wir unseren Pressesprecher Patrick Schirmer mit an Bord. Hallo Patrick, sei gegrüßt. Hallo. Sie können während des Webinars Fragen stellen. Patrick wird diese Fragen sondieren und zum Schluss des Webinars an die beiden Referenten, also an Dr. Simone Wick und meine Wenigkeit, stellen. Und dann hoffen wir, dass wir qualifizierte Antworten auf Ihre Fragen haben. So, dann lassen Sie uns mal loslegen. Wir gehen auf die erste Folie. Und der klassische Fall ist, Sie haben Urlaub auf Mallorca gemacht, haben sich in die Insel verliebt, haben das tolle Wetter erlebt und sagen, warum kaufe ich mir nicht eine selbstgenutzte Ferienimmobilie? Das ist an sich unser Ausgangsfall. Also ein deutscher Steuerpflichtiger hat Interesse, in Spanien eine Ferienimmobilie zu erwerben. Womit haben wir in diesem Fall zu tun? Wir müssen uns zuerst mal aus dem Helikopter die Angelegenheit betrachten und müssen feststellen, in Spanien gibt es andere Steuergesetze. Und diese Steuergesetze, mit denen wir zu tun haben, sind teilweise signifikant anders. Sie kennen alle aus Deutschland das Veranlagungsprinzip. So etwas gibt es in Spanien nicht. In Spanien müssen Sie Ihre Steuererklärung selber ausrechnen, selber die Steuer abführen und selber auch kontrollieren, welche Erklärungen Sie abgeben müssen. Das nennt man Autoliquidation. Und bitte Folgendes: Sie werden in Spanien vom Finanzamt nicht aufgefordert, Ihre Steuererklärung abzugeben. Das ist eine Verpflichtung, die Sie zu erfüllen haben. Dann haben wir den zweiten Punkt. Das ist, in Deutschland gibt es ein Gesetz für Vermietung und Verpachtung oder auch für selbstgenutzte Häuser. In Spanien haben wir ein Gesetz für Residenten und für Nichtresidenten. Wenn Sie als deutscher Steuerbürger hier eine Immobilie erwerben, sind Sie im Nichtresidentengesetz. Und jetzt fängt schon das Erste an. In Spanien gibt es für Nichtresidenten eine sogenannte Selbstnutzungssteuer. Das ist dem Deutschen völlig fremd, aber in Spanien passiert das. Sie sehen hier auf unserer Website, Herr Apfel, der mir zur rechten Seite sitzt, ist unser IT-Mann. Er hat das eingeschaltet. Sie finden also auf unserer Website
einen Selbstnutzungssteuerrechner für Nichtresidenten. Dort sehen Sie den Katasterwert eingeblendet. Der Katasterwert ist zu vergleichen mit dem deutschen Einheitswert. Wenn wir hier also mit einem Katasterwert von 1 Million arbeiten, dann können Sie ungefähr davon ausgehen, dass der Immobilienwert zwischen 2 bis 3 Millionen ist, weil der Katasterwert sehr niedrig ist im Vergleich zum Verkehrswert oder zum Kaufwert. So, jetzt drücken wir mal auf Steuerbelastung berechnen und sehen, Sie haben in Spanien dann 2090 Euro im Jahr als Selbstnutzungssteuer zu zahlen. Das ist Ihre Verpflichtung, mit einer Steuererklärung diese Selbstnutzungssteuer zu erklären, beim Finanzamt einzureichen und diesen Betrag zu zahlen. Damit sind in Spanien Ihre kompletten Einkommensteuerpflichten für Ihr selbstgenutztes Ferienhaus erfüllt. Für die Nutzungsphase. Wenn es verkauft ist, dann ist es noch etwas anderes. So, das ist die Berücksichtigung der spanischen Gesetze, die in diesem Punkt völlig unterschiedlich sind zu Deutschland. Frau Dr. Simone Wick, können Sie jetzt bitte die Immobilie einmal aus deutscher Sicht betrachten? Sehr gerne. Vielen Dank. Genau, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Und ich darf Ihnen die deutsche Seite einer spanischen Ferienimmobilie vorstellen. Und Sie fragen jetzt vielleicht, warum muss ich denn als deutscher Steuerbürger eine Ferienimmobilie, die ich in Spanien besitze, in der deutschen Steuererklärung würdigen oder meinem deutschen Steuerberater, meinem deutschen Finanzamt mitteilen. Das resultiert daraus, dass wir bei unbeschränkt Steuerpflichtigen in Deutschland das sogenannte Welteinkommensprinzip haben. Das heißt, egal wo auf der Welt Sie Einkommen erzielen, im ersten Schritt ist es in Deutschland in der Einkommensteuererklärung oder auch wenn Sie eine juristische Person sind, in der Körperschaftssteuererklärung zu erfassen und grundsätzlich, zumindest nach rein nationalen Vorschriften, im Zweifel auch in Deutschland zu versteuern. Wir haben in vielen Fällen, wie zum Beispiel auch mit Spanien, ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen. Denn, wie wir von Herrn Plattes gehört haben, Spanien möchte natürlich auch eine Immobilie besteuern, die im spanischen Gebiet liegt. Um die doppelte steuerliche Belastung zu vermeiden, werden die bilateralen Abkommen, sprich Doppelbesteuerungsabkommen, abgeschlossen. Und darin wird geregelt, welches Land darf wann, wie, was besteuern und wie wird eine eventuelle Doppelbesteuerung vermieden. Dies haben wir auch zum Glück mit Spanien. Und man darf da nur nicht dran denken, naja, wenn Spanien schon irgendwas ermittelt hat und Herr Plattes mit seinem Team die spanischen Einkünfte berechnet hat und für die Steuer in Spanien aufbereitet hat. Wir dürfen das nicht einfach so in Deutschland übernehmen. Wir haben, wie Herr Plattes schon gesagt hat, eigene Vorschriften in Deutschland und Spanien. Das bezieht sich sowohl auf das, wie muss ich überhaupt vorgehen, als auch wie muss ich dann meine Einkünfte berechnen. In Deutschland haben wir eine Veranlagung, sprich ich gebe die Steuererklärung ab, bekomme danach einen Steuerbescheid und zahle dann erst meine Steuern, wie festgesetzt wurde vom Finanzamt. Jetzt sind wir im Moment noch bei der Selbstnutzung. Das heißt, Sie haben eine traumhafte Finca gefunden oder eine wunderschöne Ferienwohnung und nutzen diese nur zu eigenen Urlaubszwecken. Das heißt, Sie fliegen mit der Familie dorthin und verbringen einige Wochen im Jahr dort. In Deutschland löst es im Gegensatz zu Spanien keine Steuern aus, denn die selbstgenutzte Ferienimmobilie ist Ihr Privatvergnügen. Kleines Schmankerl am Rande, sollten Sie zum Beispiel in Deutschland keine haushaltsnahen Dienstleistungen haben, aber in Spanien eine Putzfrau, dann können Sie die sogar in der deutschen Steuererklärung steuermindernd ansetzen. Aber das nur so am Rande. Das ist der erste große Unterschied bei der reinen Selbstnutzung. In Spanien sind Steuern zu zahlen, in Deutschland sind hier keine steuerlichen Effekte zu verzeichnen. Wir raten im Zweifel dazu, dem Finanzamt das einmal kurz anzuzeigen, aber ansonsten haben Sie bei der Selbstnutzung keine weiteren Verpflichtungen in Deutschland.
Das betrifft die laufende Besteuerung. Jetzt kommt unter Umständen der Veräußerungsfall. Sie haben nach 3 Jahren haben Sie viel Spaß mit Ihrer Immobilie, die Sie gekauft haben, gehabt, haben in der Nachbarschaft eine bessere Immobilie kennengelernt und wollen jetzt sich verändern. Dann verkaufen Sie diese Immobilie, also diese selbstgenutzte Ferienimmobilie. Was passiert dann in Spanien? In Spanien sind die Einkünfte, das heißt der Gewinn, den Sie erwirtschaften, Sie haben für 1.000 Euro gekauft, Sie haben für 2.000 Euro verkauft, dann haben Sie einen Gewinn nach spanischem Recht von 1.000 Euro gemacht und darauf haben Sie als Nichtresident 19% Steuern zu zahlen. Die Steuerfreiheit, die es in Deutschland gibt, die jetzt Dr. Simone Wick nochmals erläutert für die selbstgenutzte Immobilie oder die vermietete Immobilie, so etwas gibt es in Deutschland, in Spanien nicht. In Spanien sind alle Gewinne, die aus Immobilienverkäufen rekrutiert werden, sind steuerpflichtig. Für den Nichtresidenten flat derzeit mit 19%. Genau. Und in Deutschland haben wir bei Immobilien die Regelung des § 23 StG. Das heißt, grundsätzlich ist der Verkauf einer Immobilie innerhalb von 10 Jahren nach Erwerb einkommenssteuerlich zu erfassen. Davon gibt es allerdings ein paar Ausnahmen und die betrifft vor allem die privat und zu eigenen Wohnzwecken genutzten Immobilien. Ein eventueller Gewinn aus einer solchen Immobilie ist steuerfrei, selbst wenn er innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums realisiert wird. Da geht es natürlich darum, wenn man zum Beispiel beruflich versetzt wird und deswegen den Wohnort auch wechseln muss. Es war eine Zeit lang umstritten, ob denn die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken auch eine Ferienimmobilie wie zum Beispiel in Spanien umfasst. Dort haben wir zum Glück vom BfH irgendwann eine Entscheidung bekommen, wo klar gemacht wird, auch eine Ferienimmobilie wird zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Das heißt, diese Ausnahme, die für Deutsche wirklich Wohnimmobilien gilt, die umfasst auch eine spanische Ferienimmobilie. Ich muss ein bisschen darauf aufpassen, wie das denn mit der Nutzung ist. Denn entweder muss ich die Immobilie für den gesamten Zeitraum zwischen Erwerb und Verkauf nur zu eigenen Wohnzwecken genutzt haben oder, und da kommen auch die 3 Jahre im Beispiel von Herrn Plattes her, oder ich muss die Immobilie über einen Zeitraum von 3 Jahren zumindest zu eigenen Wohnzwecken genutzt haben. Jetzt war so ein bisschen die Frage, wie sind denn die 3 Jahre zu berechnen? Und im Endeffekt das mittlere Jahr, das muss voll eigene Wohnzwecke einfach nur gedient haben. Das Jahr 1 und das Jahr 3, da reicht es auch aus, wenn es kein komplettes Kalenderjahr ist. Von daher sollten Sie erwägen, Ihre selbstgenutzte Ferienimmobilie zu verkaufen, kontaktieren Sie am besten vorher einmal Ihren Steuerberater in Spanien und Deutschland, damit geguckt werden kann, sind die Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllt. Denn ansonsten, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann nehmen wir die Veräußerung der spanischen Ferienimmobilie auch in die deutsche Steuererklärung rein und können, wir wollen ja die Doppelbesteuerung vermeiden nach DBA, die nachgewiesene, tatsächlich in Spanien gezahlte Steuer auf die deutsche Steuerlast anrechnen. Ja, und Simone, könntest du bitte noch darauf hinweisen, dass mit der Drei-Objekt-Regelung, weil das ist auch eine häufig gestellte Frage. Sehr gerne. Wir haben ja hier über private Immobilien gesprochen und es gibt allerdings irgendwann mal den Fall, dass jemand vielleicht viele Immobilien veräußert und da wird dann irgendwann nach Ansicht der Finanzverwaltung, der Gerichte, die Grenze zur Gewerblichkeit dann doch überschritten und da gibt es die sogenannte Drei-Objekt-Grenze. Das heißt, wenn innerhalb von einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Immobilien an- und wieder verkauft wird, man also quasi davon ausgehen kann, dass schon bei Erwerb eine gewisse Veräußerungsabsicht bestanden hat, dann kann das kippen. Und dann kann es dann sein, dass ein solcher Vorgang doch steuerpflichtig wird. Und von daher ist es
entscheiden, sich nicht nur den jetzigen Immobilienverkauf anzugucken, sondern auch einmal in die Vergangenheit zu schauen und sich anzuschauen, welche Immobilien sind bisher schon verkauft worden. Und schauen Sie da bitte auch auf KG-Anteile an Immobilienprojekten und Ähnlichem, weil das kann alles reinspielen. Ne? Also wieder einmal der Appell, bitte immer einen kompletten Sachverhalt dem Steuerberater zur Verfügung stellen. Nur so können wir Sie richtig und umfassend beraten. Und gerade, wie Sie jetzt schon in den ersten Minuten merken, immer wenn ich in mehr als einem Land agiere, dann brauche ich auch mehr als einen Steuerberater. Und es ist für uns extrem hilfreich, wenn wir uns, wie wir das zum Beispiel mit European Accounting machen, direkt austauschen können und Sie von beiden Seiten zusammen beraten können. Ja, ich kann das nur bestätigen, weil es gehört ja auch Wissen auf beiden Seiten dazu, also das deutsche Steuerrecht, das spanische und natürlich DBA und auch die gesamten OECD-Richtlinien. Also bitte meinen Sie nicht, wenn gesagt wird oder das hört man und liest man auch bei Professor Google, dass dann eben Immobilien in Deutschland, sprich also auch Ferienimmobilien in Spanien, in Deutschland nicht der Besteuerung unterliegen. Bitte, Sie haben eben mitgehört, das ist so nicht richtig. Es gibt noch einige Dinge, die es zu beachten gibt. Ja. So, liebe Simone Wick, dann würde ich vorschlagen, wir verlassen die selbstgenutzte Immobilie und gehen in die vermietete Immobilie. Das sehr sind gerne. In Deutschland die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. So, was passiert in Spanien? In Spanien haben wir auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Wir haben auch die Einnahmen zu versteuern und wir haben so etwas Ähnliches wie Werbungskosten. Nur diese Werbungskosten sind hier anders als in Deutschland, weil die Werbungskosten können in Spanien, ich sag mal, zu 60-70% nur dann angesetzt werden, wenn sie auch einem Vermietungstag zuzurechnen sind. Das heißt also, steht eine Immobilie leer, dann haben Sie für den Leerstand, für die Leerstandszeit die Selbstnutzungssteuer zu zahlen, die wir Ihnen eben gezeigt haben. Und bitte, wenn ich jetzt über Selbstnutzungssteuer rede, gehen wir jetzt mal davon aus, Sie haben 10 Objekte. So, dann haben Sie unter Umständen in allen 10 Objekten teilweise Leerstände, Mieterwechsel etc. oder Bauarbeiten. Dann passiert Folgendes, dann haben Sie auch 10-mal Selbstnutzungssteuer zu zahlen. Nicht, dass Sie jetzt sagen, ich kann ja nur eine Immobilie selbst nutzen. Nein, die steuerrechtliche Voraussetzung ist, dann haben Sie eben für die Leerstandszeiten 10-mal die Selbstnutzungssteuererklärung zu machen. Eine weitere Besonderheit ist, aus spanischer Sicht müssen wir jedes Quartal die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erfassen und auch mittels einer Steuererklärung einreichen. Und da bitte wiederum genauso wie eben dargestellt Autoliquidation. Sie müssen selber erkennen, was abzugeben ist und selber ermitteln, wie die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erfassen sind beziehungsweise zu errechnen sind. Dann haben Sie eben jedes Quartal diese Steuererklärung mit den entsprechenden Zahlungen zu leisten. Und jetzt geht wieder das Nichtresidentengesetz los. Auf den Gewinn, den Sie hier haben, also Einkünfte minus Werbungskosten, auf diesen Überschuss, den Sie da ermitteln, haben Sie in Spanien als deutscher Nichtresident 19% Einkommensteuer zu zahlen. Flat 19%. Damit sind für den vermieteten Bereich sind Ihre spanischen Steuererklärungspflichten erfüllt. Das ist die spanische Sicht der Dinge. Jetzt gebe ich den Staffelstab an Dr. Simone Wick, die deutsche Seite betrachtet. Genau. Wir haben gesagt, wir trennen hier ein bisschen, fangen an mit der klassischen Wohnvermietung, also wirklich der langfristigen Vermietung
an Personen, die dort selber wohnen. Schönstes Beispiel Mallorquina, die dann dort vor Ort in den Hotels und Restaurants arbeiten, um ihnen auch einen schönen Urlaub zu machen. Und das ist aus deutscher Sicht der Grundfall der gerade nicht gewerblichen Vermietung. Wir müssen ja immer so ein bisschen schauen, ist es irgendwie vielleicht eine kleine Liebhaberei, also soll gar nicht wirklich lange Gewinn erzielt werden. Deswegen müssen wir ein wenig mit Worten um uns schmeißen wie Totalüberschussprognose. Das heißt, wir müssen schauen, ist wirklich beabsichtigt, mit dieser Immobilie als Investition Geld zu machen. Man muss gerade, wenn man vielleicht auch noch an Familienangehörige vermietet, zu schauen, dass das nicht zu billig vermietet wird. Und wenn wir das aber alles geprüft haben und sagen, das ist eine klassische Wohnvermietung, dann füllen Sie auch für die spanische Immobilie in der deutschen Steuererklärung die klassische Anlage V für Vermietung und Verpachtung aus. Das heißt, Sie beziehen die in der spanischen Immobilie erzielten Einkünfte, die wir auch aus den Einnahmen aus der Vermietung abzüglich Werbungskosten errechnen, in die Bemessungsgrundlage und somit in die Grundlage für die Berechnung der Steuer ein. Die Werbungskosten, die berechnen wir natürlich nach deutschen Vorschriften. Wir übernehmen nicht einfach die von European Accounting ermittelten Werte. Wir schauen, wie ist das denn in Deutschland? Der klassische Fall ist die AFA, also das heißt die Abschreibung auf das Gebäude. Sie dürfen Grund und Boden nicht abschreiben, aber das Gebäude schon. Dann haben wir Vorschriften über wie viele Jahre, mit wie viel Prozent, wie man das errechnet. Und das errechnen wir nach deutschen Vorschriften. Und die Frage, ob Sie dann irgendwelche Handwerkerrechnungen sofort abziehen können oder die AFA-Bemessungsgrundlage erhöhen, machen wir alles nach deutschen Vorschriften. Natürlich haben Sie ja vorher Ihren spanischen Steuerberater bei European Accounting gefragt und der hat die spanische Steuer mit 19% auf den Überschuss berechnet. Diese nachgewiesene spanische Steuer dürfen wir auf die deutsche Steuer anrechnen, natürlich maximal bis zu der Höhe, in der tatsächlich spanische Steuer gezahlt wurde und auch maximal bis zu der Höhe, in der auf diese spanischen Einkünfte, die nach deutschen Vorgaben ermittelt wurden, deutsche Steuer anfällt. Somit haben Sie also Ermittlungen in zwei Ländern für eine wunderschöne Wohnvermietung auf Mallorca oder sonst wo in Spanien. So, wir möchten jetzt anhand eines kleinen Beispiels die unterschiedlichen Behandlungen im spanischen Steuerrecht und im deutschen Steuerrecht hinweisen. Also, Frau Dr. Wick hat schon gesagt, AFA. Wir in Spanien können, solange die Immobilie im Privatbesitz ist, 3% Abschreibung vornehmen. Ihr in Deutschland könnt, weil es sich um eine Auslandsimmobilie handelt, wie viel absetzen? Wir nehmen in der Regel 2%. So, das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel möchten wir wie folgt beschreiben. Sie haben die Immobilie 4 Jahre und stellen fest, alles wunderbar. Und Sie wollen aber jetzt eine größere Sanierung vornehmen, indem Sie eine, ich sag mal, signifikante Verbesserung des Gebäudes vornehmen, bauen neue Fenster ein, thermoverglast, dass nicht so viel Hitze reinkommt im Sommer. Sie machen eine neue Heizungsanlage und investieren in Ihre Immobilie 100.000 Euro. So, wir aus spanischer Sicht freuen uns darüber, dass Sie mallorquinische Handwerker beauftragt haben, hier 100.000 Euro ausgegeben haben und wir gehen jetzt hin in Spanien, das sind die spanischen Vorschriften bei Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung für Nichtresidenten. Wir müssen diese 100.000 Euro aktivieren. Das heißt, wir aktivieren sie und können sie mit 3% über die Laufzeit abschreiben. Also, mein Überschuss ist zwar geringer durch die Abschreibung und damit wirkt sich das auch in der spanischen Einkommensteuererklärung aus. Wo und wie ist der Unterschied in Deutschland zu dem Fall jetzt? Genau, in Deutschland kennen wir sowas Ähnliches natürlich auch. Auch wir haben nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten, wo wir dann auch mal schauen, wird denn etwas Neues geschaffen, wird der Standard verbessert, wie ist das? Prüft man nach den genauen Vorgaben, die man im deutschen Steuergesetz, in den Richtlinien und Einzelurteilen findet.
Und in vielen anderen Fällen können wir aber Kosten gerade für Handwerker sofort in voller Höhe abziehen. Das heißt, hier müssen wir immer so ein bisschen schauen, in welchem Bereich bin ich in Deutschland. Wir haben einige Fälle, Willi, wo wir dann im Gegensatz zu euch Spaniern mal ein bisschen großzügiger sind und Kosten sofort in voller Höhe abziehen. Das heißt, wir einen sofortigen Steuereffekt haben, was natürlich dann wieder auf die Anrechnung der spanischen Steuer durchschlagen kann. Das heißt, wenn unsere Einkünfte nach deutschen Vorschriften zum Beispiel erheblich niedriger sind und dadurch der mit dem progressiven Einkommensteuersatz ermittelte Steuerbetrag unter dem liegt, was wir in Spanien zahlen, können wir zum Beispiel nicht die gesamte spanische Steuer anrechnen. Und in solchen Ausnahmefällen ist dann wirklich mal die 19-prozentige spanische Steuer die definitive Steuerbelastung. Aber wie Sie sehen, wir würdigen wieder komplett unterschiedlich an einigen Stellen. Ja, und ich sage mal jetzt ganz extrem gesagt, wenn ich jetzt im Spitzensteuersatz bin und habe in Deutschland negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von 100.000 Euro, ist es ohne weiteres möglich, dass ich damit in Deutschland eine entsprechende Einkommensteuererstattung bekomme, ja, unter Umständen im Spitzensteuersatz, also sag jetzt mal 45.000 Euro, so für die spanische Ferienimmobilie. Also das sind, ich sag mal, schon Dinge, die es zu beachten gilt. Und das, was Simone gesagt hat, es kommt immer auf den Austausch an. Und mit Dirkes und Partner, mit Simone, wir arbeiten da sehr intensiv zusammen, auch mit der Mandantschaft, dass solche Dinge, wenn Investitionen anstehen, dass wir dann auch involviert werden und das auf beiden Seiten optimieren. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Folie. Wir hatten ja jetzt die Vermietung besprochen für normale Wohnvermietung. Und jetzt gehen wir auf die touristische Vermietung. Da haben wir in Spanien eine Besonderheit. In Spanien können Sie nur touristisch vermieten, wenn Sie eine sogenannte touristische Vermietungslizenz haben. Das ist in den letzten Jahren stark durch die Presse gegangen und das ist über das Tourismusgesetz. Hier in Deutschland kennt das so meiner Kenntnis nach nicht. So hat die Balearenregierung, also wir sprechen jetzt nur ausschließlich im Augenblick für die Balearen, gesagt, bestimmte Regionen können touristische Vermietungen vornehmen. Aber nur in Häusern, nicht die neu gebaut sind, sondern die 5 Jahre alt sind. Und man will verhindern, dass damit das touristische Mietangebot explodiert und die Hotellobby dadurch geschwächt wird. Man darf nicht vergessen, dass fast 90% des Bruttosozialproduktes auch der Balearen durch den Tourismus erwirtschaftet wird. Also das sind schon Machtkämpfe, dass man da unter Umständen den privaten touristischen Vermieter nicht, ich sag mal, an die Futtertröpfe bringen will oder ihn da haben will. Wenn man sich jetzt entscheidet, eine Immobilie touristisch zu vermieten, wenn man die touristische Lizenz hat, bitte hier überprüfen, ob die auch wirklich vorhanden ist. Wir haben da leider auch schon einige Fälschungen erleben dürfen, dass Immobilien verkauft worden sind mit touristischer Lizenz und die touristische Lizenz war hochqualitativ gefälscht, war aber nicht beim Tourismusministerium präsent. So, da können Sie auf die Umsatzsteuer optieren aus spanischer Sicht. Ob das sinngebend ist, mag bezweifelt sein, muss betrachtet werden. Das kann nur gut sein, wenn Sie eine Immobilie mit Umsatzsteuer kaufen, weil die steuerlichen Vorschriften sind sehr aufwendig, weil sie im Bereich der Betriebsstätte sind, aus spanischer Sicht im Bereich der Betriebsstätte. Das ist in Deutschland eine andere Definition. Und deswegen sind sie hier an sich wie Gewerbetreibender. Und das hat zum Beispiel auch zur Konsequenz, dass sie unter Umständen sogar sozialversicherungspflichtig werden. Also da bitte ganz vorsichtig sein. Nur Ziel soll es ja sein, dass Sie aus einem Helikoptersicht darauf hingewiesen werden, wo aus spanischer Sicht die Stolperfallen liegen können. So, Sabine, jetzt gebe ich wieder den Staffelstab an die deutsche Seite, über diese
Besonderheit in Spanien der touristischen Vermietung. Genau. Aus deutscher Sicht stellen wir uns an dieser Stelle die Frage, haben wir denn eine Art auch normale Vermietung oder kommen mehr Leistungen dazu? Das heißt, es geht schon so in Richtung Hotelbetrieb mit Handtuchservice und Frühstücksservice und ähnlichem, sodass wir da schon in den gewerblichen Einkünften sind und wir uns die Frage stellen, bin ich an der Anlage V oder in der Anlage G? Auch hier schauen wir dann natürlich auch auf die spanische Seite, sagen, Spanien hat versteuert. Das heißt, unabhängig davon, in welcher Anlage wir die Einkünfte angeben, können wir wieder die nachgewiesene und tatsächlich gezahlte spanische Steuer anrechnen, sodass wir insoweit okay. wieder die Doppelbesteuerung vermeiden. Und wie Willi Platte schon gesagt hat, wir haben ein bisschen anderes Verständnis von Betriebsstätte. Man muss da wirklich sehr klar immer trennen, auf welcher Ebene befinde ich mich. Weil das ist hier, man darf das nicht unterschätzen, wir haben das nationale spanische Recht, wir haben das nationale deutsche Recht und wir haben das Recht des Doppelbesteuerungsabkommens. Und alle drei Bereiche können in der Definition zum Teil voneinander abweichen, sodass wir immer sehr genau schauen müssen, an welcher Stelle befinde ich mich, wie muss ich einen Begriff verstehen und wie muss ich ihn dann auch umsetzen. Also da auch, wenn Sie manchmal hören, naja, wir haben doch da in Spanien eine Betriebsstätte, bitte nicht einfach dann schließen, ach dann, ne, Betriebsstätte kenne ich in Deutschland auch und dann bin ich in dem und dem Bereich und dann muss ich das und das machen. Da bitte sehr genau trennen, über welche Thematik sprechen wir und in welcher Definition bin ich und das nicht einfach übertragen von einem auf das andere. Aber grundsätzlich bleibt auch hier wieder festzuhalten, wir würdigen es in Spanien und in Deutschland und Deutschland rechnet die spanische Steuer zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auch bei touristischer Vermietung an. Das heißt, auch hier wieder Besteuerung in zwei Staaten. Das, was wir jetzt bisher gesagt haben, soll Sie bitte nicht erschrecken, weil das hört sich alles sehr komplex an, aber Ziel soll es sein, Sie darauf hinzuweisen. Und wir haben Folgendes. Aufgrund dieser doch, ich sag mal, zu beachtenden Besonderheiten haben wir gemeinsam mit Tirkes und Partner eine sogenannte Plattform entwickelt. So, und diese Plattform, die können Sie auch über unsere Website einsehen. Und auf dieser Plattform, die Sie gerade hier eingeblendet haben, finden Sie zum Beispiel alle persönlichen Daten. Hier finden Sie alle Daten über die Immobilien. Das können Sie alles online einsehen. Dann wissen Sie immer, wie viel hat die Immobilie gekostet und so weiter. Dann haben Sie alle Ausgaben aufgelistet. Mit Klick auf die einzelnen Belege können Sie die spanischen Einkünfte belegmäßig erfassen. Sie haben alle Einnahmen, die sind erfasst. So, und Sie haben einen Blick auf alle Steuererklärungen, die eingereicht worden sind. Daneben gibt es noch das Anlageverzeichnis. Erinnern Sie sich bitte dran, was wir eben gesagt haben, dass sich die Anlageverzeichnisse unterschiedlich entwickeln. Wenn ich etwas aktivieren muss oder direkt in die Werbungskosten reinpappen muss, dann habe ich bei den Verkäufen eine andere Gewichtung und das muss nachgehalten werden. Also hier haben wir mit der tollen Unterstützung von Frau Dr. Simone Wick und mit dem gesamten Wissen von Dirkes und Partner diese Plattform entwickelt. Und Dirkes und Partner geht dann hin am Ende des Jahres oder am Anfang des Folgejahres und kann sich die gesamten Belege per PDF rüberziehen und in die Anlage V in Deutschland überspielen. Und Sie haben als Kunde einen direkten Blick auf die gesamte Situation Ihrer spanischen Immobilie und brauchen nicht allzu viele Fragen zu stellen. So, also das als kleines Hilfswerk, was Sie sich dann auch in einer Demo-Datenbank auf unserer Website anschauen können. So, dann zurück zum Vortrag. Wir haben also die Demo-Plattform, die wir besprochen haben, sind wir kurz darauf eingegangen. So, ich glaube, wir müssen ein Thema unbedingt in diesem Zusammenhang noch erwähnen.
Das ist durch die Presse gegangen, das ist Thema beim Bundesfinanzhof gewesen. Das ist die sogenannte Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft. SL, das ist das Riesenthema gewesen, da zum Hintergrund. Bis vor ungefähr 7, 8 Jahren war die Gründung einer spanischen Kapitalgesellschaft, SL, zu vergleichen mit der deutschen GmbH, ein sehr angenehmes Thema, weil viele steuerliche Vorschriften haben die Besteuerung in Spanien erleichtert. Diese Gesetzgebung in Spanien hat sich komplett geändert und die SL-Lösung für den Erwerb einer Immobilie ist nicht mehr, ich sag mal, optimiert, auf keinen Fall optimiert. Sie ist aus spanischer Sicht auch nicht mehr optimiert, da sie eine Vielfalt von Beschränkungen haben, die sie nicht haben, wenn sie die Immobilie, ich sag mal, privat kaufen. Aber das größte Problem liegt auf deutscher Seite durch die BFH-Rechtsprechung und diesem bösen Wort verdeckte Gewinnausschüttung. Und liebe Simone, da muss ich den Ball an dich geben. Wir haben so viele Verfahren über verdeckte Gewinnausschüttung. Es gibt angeblich weit über 100.000 Immobilienbesitzgesellschaften. Wir aus Spanien sagen vermögenshaltende Gesellschaften dazu. Also da ist leider sehr viel Verzug drin. Simone, wenn du das vielleicht ein bisschen erläutern könntest. Genau, ich versuche da Ihnen einfach mal einen kurzen Einblick zu geben, warum, also nicht nur bei einer spanischen Immobilie, aber die Zwischenschaltung einer ausländischen Gesellschaft einfach eine Vielzahl von Steuereffekten in Deutschland auslösen kann. Und den ersten Punkt, den ich ergänzend kurz anführen möchte, ist, wer ist denn Geschäftsführer dieser spanischen SL? Ja, in der Regel ist das natürlich der deutsche Gesellschafter und Anteilseigner. Und da heißt es, böses Schlagwort, doppelt ansässige Kapitalgesellschaft. Das heißt, das ist schon mal Punkt 1. Wir holen uns im Zweifelsfall eine spanische Kapitalgesellschaft in die deutsche Besteuerung. Das ist auch ein bisschen aufwendig, aber hier gar nicht das große Thema, sondern das große Thema, wie Willi sagt, ist die verdeckte Gewinnausschüttung. Das wird definiert als Vermögensminderung oder veränderte Vermögensmehrung einer ausländischen Kapitalgesellschaft in diesem Fall zugunsten des Gesellschafters. Was heißt das? Sie haben eine SL, die hat die wunderschöne Finca gekauft für 5 Millionen und jetzt sie halten 100% Anteile an dieser spanischen SL und können diese Immobilie nutzen, ohne Miete zu zahlen oder nur eine sehr geringe Miete. Und da wird gesagt, naja, also wenn jemand fremdes Drittes diese Kapitalgesellschaft mit der Immobilie halten würde, der würde ihnen ja eine angemessene Miete in Rechnung stellen. Und somit haben sie die Mietaufwendungen für die Ferienimmobilie sich erspart. Und das ist eine verdeckte Gewinnausschüttung. Und da müssen wir steuerlich Konsequenzen ziehen, insoweit das bei Ihnen als Gesellschafter fiktive Einnahmen anzusetzen sind. Und da ist dann auch noch die Krux, neben dem, dass überhaupt etwas anzusetzen ist, stellt sich die Frage nach der Höhe. Und da hat der BFH uns in einigen Urteilen um die Ohren gehauen, angemessen sei ja wohl eine Kostenmiete plus sicherheitshalber noch ein Gewinnzuschlag. Und das bekannteste Urteil, das sagt dann halt 6% plus 10% Gewinnzuschlag, sodass, wenn Sie mal um und bei 7% Kostenmiete rechnen, das ist eine immense Belastung. Wir brauchen uns nicht, Willi und ich, wir haben uns da schon oft drüber unterhalten, das ist eigentlich keine angemessene Miete mehr, wenn man das mit Marktpreisen vergleicht. Aber die steuerlichen Auswirkungen, die Sie treffen können, die sind dann wirklich immens. Weil dann reden wir abhängig von der Höhe des Kaufpreises und der Kosten bei der Immobilie schon über erhebliche Werte. Das heißt, da ist wirklich, kann nur der eindeutige Appell sein, sollten Sie noch eine solche Struktur haben über eine inländische oder ausländische Kapitalgesellschaft, sprechen Sie da dringend mit Ihrem Steuerberater drüber, weil ansonsten löst das in Deutschland erhebliche Belastung aus und da das etwas ist, was, wenn man das dem deutschen Finanzamt nicht offengelegt hat, unter dem Stichwort Steuerverkürzung, Steuerhinterziehung läuft und wir im Zweifelsfall mindestens 10 Jahre, in vielen Fällen sogar 13, 14 Jahre zurückgehen und rückwirkend die Steuern erheben müssen. Das
hat solche Auswirkungen in Einzelfällen, Willi? Wir haben das ja schon, ne, zusammen live gesehen. Das sollten Sie proaktiv selber angehen, bevor da das Finanzamt auf Sie zukommt. Unbedingt. Also bitte sagen Sie das auch unter Umständen im Bekanntenkreis, denn wenn die Steuer, das was Simone eben gesagt hat, 1 Million insgesamt betrifft, rechnen Sie mal einfach eine Immobilie, die 5 Millionen kostet, davon 6%, das mal 10 Jahre, und Sie sind hier im Regelsteuersatz und dann haben Sie sehr schnell die Million erreicht. So, und wenn Sie 1 Million erreicht haben, dann können Sie einigermaßen sicher sein, dass Sie eine Zeit lang keine Freizeitprobleme mehr haben. Also bitte, bitte, das ist kein Kavaliersdelikt. Ja, Patrick hat sich eingeschaltet. So, das ist für uns auch ein Zeichen, dass das Ende des Webinars sich neigt. Patrick, welche Fragen hat es denn gegeben? Was können wir beantworten? Also es gab einige Fragen zu den spanischen Steuern. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte eine andere Frage voranstellen, die ich ganz interessant fand. Und zwar wurde gefragt, dieser allgemeine Informationsaustausch, von dem man häufiger jetzt hört und in den vergangenen Jahren, was hat es damit genau auf sich? Genau, also das ist die Finanzbehörden in vielen Ländern wollen ja gerade Steuerverkürzung, Steuervermeidung, Steuerhinterziehung vermeiden und aktiv bekämpfen. Und dort gibt es verschiedene Vorgehensweisen, verschiedene Abkommen und etwas, was ja, was wir auch schon seit längerem immer wieder mal aufbringen, ist halt diese AIA. Diese Abkürzung findet man oft. Und auf Basis dieser Vereinbarung, der sich diverseste Länder inzwischen angeschlossen haben, werden steuerlich relevante Informationen zwischen den Ländern ausgetauscht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute und wichtige Frage. Das darf man nicht unterschätzen. Und es ist, die Daten werden auch tatsächlich bei den deutschen Finanzämtern ausgewertet. Wir haben jetzt, gerade letzte Woche habe ich wieder einen Fall beim Finanzamt eingereicht. Da kommt ein freundliches Schreiben von dem zuständigen Finanzamt und dort wird unter Angabe diverser Detaildaten gesagt, ja, Sie haben doch da eine Immobilie in Spanien und Sie sollten bitte noch mal tief in sich gehen und überprüfen, ob Sie uns nicht vielleicht etwas hätten mitteilen müssen. Und ich habe Anfang der Woche mit der zuständigen Finanzbeamtin für diesen einen Fall auch noch mal telefoniert. Und die hat mir bestätigt, die deutschen Finanzbeamten sind eifrig dabei, die Daten auszuwerten, die denen vorliegen. Und die kommen tatsächlich aus diesem Informationsaustausch, kurz AIA. Von daher ganz wichtiges Thema, tolle Frage. Also vielleicht da ergänzend, ich kann das nur bestätigen, Simone. Und jetzt bitte mal zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass eine Ferienimmobilie, die in Spanien ist, ist ja in Deutschland, unterliegt ja nicht der Einkommensteuer. Ja, das ist richtig. Aber es kann die Frage kommen, woher kommt das Geld, um die Immobilie zu kaufen? Ich habe die damals irgendwann gekauft. So, und es liegt dann sehr häufig beim Finanzamt die Meinung vor, dass der Kauf damals vielleicht aus steuerneutralen Gehaltsbestandteilen oder Gewinnbestandteilen durchgeführt worden ist. Also das ist der Hintergrund. Okay, Patrick, weitere Fragen. Die Selbstnutzungssteuer hat einige Fragen aufgeworfen. Vielleicht gehen wir die hintereinander weg. Und zwar eine Frage ist, verstößt die Selbstnutzungssteuer nicht gegen die durch EU-Verträge festgeschriebene Ausländerdiskriminierung? Also gilt die nur für Ausländer oder müssen die Steuerinländer auch zahlen? Die Steuerinländer müssen das auch, und zwar nicht für die selbstgenutzte Immobilie, aber wir haben hier auf Mallorca Folgendes.
die viele Mallorquiner haben in Palma eine Stadtwohnung, Erstwohnsitz, da arbeiten sie von montags bis freitags und fahren dann zu ihrem Zweitwohnsitz irgendwo an die Küste. Dieser Zweitwohnsitz, der unterliegt genauso der Selbstnutzungssteuer wie beim Nichtresidenten. Also da ist keine Einflugschneise für Diskriminierung nach EU. Dann wurde gefragt, werden Investitionen beispielsweise durch einen Anbau in der Selbstnutzungssteuer angerechnet? Nein. Trotzdem, die Frage ist sehr wichtig. Wir haben ja eben gelernt, Sie müssen nachher einen Gewinn versteuern nach spanischem Recht. Nach deutschem Recht ist es nach 3 Jahren, wenn es selbst genutzt ist, ist es steuerfrei. Das interessiert dann nicht mehr. Aber nach Spanien, nach spanischen Vorschriften, haben Sie 19% zu zahlen, und zwar Anschaffungskosten, Erwerbsnebenkosten oder Sie haben neue Heizungsanlage gebaut etc. Wenn Sie diese Belege nicht aufbewahren, dann ist die Bemessungsgrundlage für die 19% Besteuerung, die man in Spanien zu zahlen hat, natürlich entsprechend höher. Deswegen machen wir ein dauerhaftes Anlageverzeichnis ohne Berücksichtigung von Abschreibung, aber das ist dann in der Historie direkt nachzuweisen und gegenüber dem Finanzamt zu dokumentieren, dass die spanische Bemessungsgrundlage für die 19% Steuer also niedriger ist. Und vielleicht eine letzte Frage zur Selbstnutzungssteuer. Wann ist die fällig? Zum 31.12. des Folgejahres. Gut, dann gab es auch einige Fragen zur Vermögensteuer. Vielleicht nehmen wir nicht alle. Und zwar kam die Frage, stimmt es, dass ich als Nichtresident neben der Selbstnutzungssteuer auch Vermögensteuer zahlen muss? Ja, wenn man vermögensteuerpflichtig ist. Das ist eine Voraussetzung. Also jede natürliche Person, Nichtresident, hat auf den Balearen einen persönlichen Freibetrag von 700.000 Euro. Und wenn Sie jetzt also eine Immobilie kaufen für 700.000 Euro und das alleine, dann haben Sie in Spanien keine Vermögensteuer zu zahlen. Kostet die Immobilie 1 Million? Wir haben hier mal auf unserer Website den Vermögensteuerrechner für Nichtresidenten aufgerufen. 1 Million, Sie haben kein Darlehen dagegen. Das heißt, Sie haben eine jährliche Vermögensteuer von 732 Euro zu zahlen. Das ist eine Tabelle, die, also die Vermögensteuer ist progressiv und geht für Nichtresidenten bis 2,5% hoch. Bei 10 Millionen bezahlen sie 2,5%. So, und das ist immer ein Thema, was es zu berücksichtigen gibt. Nehmen wir mal einfach an, Sie würden jetzt eine Immobilie von 10 Millionen erwerben. So, und nur damit man weiß, über welche Beträge man redet, dann würden Sie in Spanien 154.000 Euro jährlich Vermögensteuer zahlen. Also ich sag mal, das ist in der Regel ein Verkaufshindernis. Also das ist dann wieder die gemeinsame Aufgabe zum Beispiel von Dr. Simone Wick als Fachberaterin für internationales Steuerrecht und uns, eine Struktur zu finden, damit diese Vermögensteuer nicht anfällt. Aber das würde an sich das Seminar sprengen. Nur bitte Folgendes wichtig ist, es gibt Lösungen, zum Beispiel, dass in Deutschland eine Kommanditgesellschaft gegründet wird. Die Kommanditgesellschaft kauft hier die Immobilie und, und. Also es gibt Gestaltungsmöglichkeiten. Aber aus der Helikoptersicht möchte ich auch hier sagen, mir wäre lieber, die Vermögensteuer gäbe es hier nicht, auch wenn wir durch die Strukturierung einiges Geld verdienen. Aber das ist keine schöne Sache. Und dann nur eine, eine kurze Ergänzung, auch oft kommende Frage mit Darlehen und Sonstiges. Ja, da gibt es bestimmte Sachen, aber passen Sie auch auf, da gibt es Vorgaben in Spanien,
wann das überhaupt reinkam, wann das anzuerkennen ist. Also auch da lieber vorher einmal fragen, bevor gerade bei so einer Darlehensgewährung, die in vielen Fällen, so habe ich das von European Accounting und Willy Platzes gelernt, hilfreich sein kann. Beachten Sie da auch die spanischen Vorgaben. Das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt, den ich von euch da gelernt habe, dass man da auch wieder nicht einfach irgendein Darlehen machen kann, sondern dass man auch sehr genau aufpassen muss und planen muss. Vielleicht anschließend an den Freibetrag, den du eben erwähnt hast, Willi, da kam die Frage, gilt der pro Person oder gilt der pro Immobilie? Person. Nein, pro Person. Pro Person. Also wenn man eine Familie hat, also Ehefrau, Ehemann und zwei Kinder, dann hat man 4 × 700.000 €. Es muss aber so sein, dass die Menschen dann auch, also die Beteiligten auch, einen Immobilienwert von 700.000 € an der Immobilie haben, also prozentual. Dann ist das der volle Freibetrag und dann wäre man bei 2,8 Millionen bei einer Immobilie. Also das ist eine Möglichkeit, um die Vermögensteuer zu minimieren. Gut, dann möchte ich vielleicht eine Frage noch zum Schluss stellen, da in eine andere Richtung. Und zwar, macht die Gründung einer SL für eine voll vermietete Immobilie Sinn? Und wenn ja, ab welcher Umsatzhöhe wäre das interessant? Also Simone, darf ich erst aus spanischer Sicht? Gerne. Also aus spanischer Sicht kann man das machen. Sie haben, wie wir ja eben gehört haben, wenn ich die Immobilie privat hätte, hätte ich auf die Einkünfte 19% Steuer zu zahlen. Kaufe ich es in einer SL, habe ich 25% Steuern zu zahlen. Kleines Beispiel, ich mache in der SL 1.000 € Gewinn, bezahle 25% Körperschaftssteuer, bleiben 750 € übrig. Dann schütte ich diese 750.000 € an den deutschen Anteilseigner aus. Ich behalte hier in Spanien 15% Quellensteuer ein und dann übergebe ich an Frau Dr. Simone Weg. So. Ja, genau. Und die gibt eine typische Steuerberaterantwort. Ja, das kommt darauf an. Es kommt nämlich tatsächlich darauf an, um was für einen Fall handelt es sich. Also wenn eine natürliche Person eine Kapitalgesellschaft in Spanien, also eine SL, zwischenschaltet, dann ist das, wie Herr Platte schon sagt, wir haben einmal die Besteuerung in Spanien auf Ebene der Kapitalgesellschaft und die Ausschüttung, jetzt mal so ein Normalfall unterstellt, unterliegt in Deutschland der Kapitalertragssteuer mit 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Und vorher haben wir ja schon auf Ebene der Kapitalgesellschaft 25% gezahlt in Spanien. Also von daher, das muss man ein bisschen durchrechnen, durchschauen. In der Mandantschaft haben wir tatsächlich einige Strukturen, wo wir über deutsche GmbHs oder spanische SLs Immobilien halten. Das sind aber zum Teil dann wirklich auch schon kleine Gruppen, also wo wir wirklich auch im unternehmerischen Bereich tätig sind und wo mit verschiedenen Gesellschaften Vermietungen in verschiedenen Ländern organisiert werden. Das heißt, es wird tatsächlich in der Praxis wird auch noch GmbH und SL-Strukturen beraten, aber nur in wenigen Fällen. Und wie Willi Platte schön gesagt hat, man darf nicht nur die Belastung auf Ebene der Körperschaft selber nehmen, sondern muss immer, wenn man das Geld da auch rausholen möchte, bis zum Anteilseigner durchrechnen. Das heißt, das ist ein bisschen eine Einzelfallbetrachtung. Was genau ist geplant? Soll das Geld vielleicht auch auf Ebene der GmbH oder der SL weiter gehalten werden, um weiter zu investieren? Und da kommen auch nicht nur steuerliche Aspekte, sondern manchmal auch haftungsrechtliche, zivilrechtliche Aspekte. Das heißt, was für eine Art der Vermietung mache ich? Möchte ich da vielleicht tatsächlich mehrere Ferienimmobilien, wo ich auch einfach eine Haftung brauche? Von daher, gute Frage, kann man leider nicht so allgemein beantworten, sondern schauen wir uns den Einzelfall an. Ja, und was in diesen Fällen häufig dazukommt, bei Wohnimmobilien gibt es in Deutschland und in Spanien große Vorteile über Kapitalgesellschaften. Somit hat man zum Beispiel bei reinen Wohnimmobilien die Möglichkeit, in Spanien einen Steuersatz von 3,75% nur zu erreichen. In Deutschland kann ich zum Beispiel die Gewerbesteuer bei bestimmten GmbH-Konstruktionen bei Wohnimmobilien sparen. Also das ist komplex. Bitte
Das Thema ist Besteuerung der Ferienimmobilie eines deutschen Steuerbürgers. Also wir weichen ein bisschen vom Thema ab. Also das wäre auch nicht solide gegenüber den anderen Zuhörern, dass wir jetzt da so einen Abstecher machen. Ja, Patrick, weiter. Wollen wir noch eine kleine Frage? Und zwar, die letzte. Wo kann ich den Katasterwert meiner Immobilie einsehen? Den kann man nicht einsehen. Also entweder, wenn ich den Abgabebescheid für Müll und Grundsteuer von der Gemeinde bekomme, da steht der drauf, der Bescheid. Ansonsten, wenn ich ihn abfragen will, wenn er noch gar nicht erlassen ist, muss ich zur Gemeinde hingehen und den dort abfragen vor Ort. Das geht im Augenblick nicht online. Alles klar. Ja, meine Damen und Herren, man muss ja heute sagen, liebe Menschen, liebe Dr. Simone Wick, ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du uns geopfert hast und aus Hamburg zugeschaltet bist. Hat wunderbar funktioniert, wie immer. Wir haben schon viele Vorträge gehalten, ganz toll. Ich freue mich auch auf die weiteren und auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. An dich, lieber Patrick, danke für die Aufmerksamkeit, die Sondierung der Fragen. Ja, und an Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke für Ihre Zeit. Und wir freuen uns und hoffen Ihnen ein Stückchen Freude an der Immobilie in Spanien vermitteln zu können. Vielen Dank. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.